Du warst 33 Jahre alt, oder was? Ja, 33 bin ich, ja. Hast du schon Kinder? Ja, einen 2-jährigen Sohn, genau. Wie alt bist du? Ich bin 21. Ja, dann genießt dein Leben doch, ne? Was? Dann genießt dein Leben. So, da bin ich wieder. Na, ich habe gleich eine kleine Überraschung für dich. Ja, sehr, sehr geil, auf jeden Fall, ja, ja. Du kannst mich auch den schnellsten Farmer auf der ganzen Welt nennen. Meinst du, oder was? Bist du dir sicher, oder was? Ja, natürlich. Ja, bei mir wird gerade anstrengend auf jeden Fall. Was? Ja, wie gesagt, ich habe eine Flasche Wodka im Kopf. Ich Whisky. Aber bin langsam nach so. Ja, aber selbst genau. Also, ich esse gleich was und mir geht es wieder klar auf jeden Fall. Mein Livestream läuft auf jeden Fall bei YouTube. Ja, auf jeden Fall, richtig geil auf jeden Fall. Pilzsammler HD. Ah, warte. Bin ich jetzt in einem YouTube-Livestream? Ja, schon die ganze Zeit. Ich spiele schon seit 3 Stunden oder seit 4. Und wer guckt jetzt so? Niemand. Was? Niemand. Ich mach Werbung, warte. Test, test, test. Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, aber sehr gut. Da kann man nicht so weit reden, wenn man da vorne fängt. Dann kann ich das ja mal einfach so auf aktiv lassen. Was? Ich sag hier, die Push to Truck habe ich gerade deaktiviert, also aktiviert. Deaktiviert, meine ich. So. Aber du hörst mich auf jeden Fall die ganze Zeit, ja? Na, das ist ja gut, dann brauchen wir ja nicht mehr. So. Kommen wir zu meinem ersten Plot. Welches CB? C. Jo, ich bin da, ja. Eine Sekunde. Was? Erste oder was? Erste, ja. Da, wo die 3 Bäume stehen, ein paar Kisten. Ja, sehe ich. Ja, genau. Genau, halt mal. Was ist denn das für eine Maschine hier? Was hat der denn da gebaut? So ein Ding da. Ja, warte, ich komme.
abgeholt. Ja, ich bin bei dem. Genau, ja, genau. Ersten Plot, ja. Ja, warte. Bin schon fertig mit dem Fahren. Hey, du warst jetzt unterwegs, hast Holz gefahren, Sand gefahren oder was? Ja, schon fertig. 4 Doppelkisten voll. Ach Quatsch. 4 Doppelkisten in 20 Minuten oder was? Natürlich. Ja, du hast es drauf, ja. Ja, und ich hab den Ofen dafür. Ich mach's aus dem Ofen, das ab, bum, 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 und fertig. Ja, ja. Ich hab ja auch, deswegen haben wir von dir Holz geholt, damit ich Ofen bringen und bumsen kann. Hier, an deine Schippe. Ach so, die Hitze voll. Also, ja, ja, ist geil, ja. So. Warte mal. Ich mach mal Slash P. Trust Sammer HD. So, jetzt kannst du nochmal die Truhe mit hier oben. Ich nehme hier die mit. Und ich warte. Wir sind größten Teil. Ja, ich mach komplett alles voll. Ja, ich auch. Dann bringen wir das zu dir. Ja, unten in den Keller, ne? Was? Unten in den Keller. Ja, komm mal. Ja, das reicht dir gleich, ja. Ich warte hier auf dich. Ich habe ja keine Rechte, ich muss ja hier auf dich warten. Ach so, ja, richtig. Ja. Ich hab die zwar nicht gefarmt jetzt, aber. Ja, ist ja egal, wo es her ist. Ich hab's teuer erkauft. Scheint einer bester Shop, ist ein Laden. So, das kommt jetzt alles hier unten an meinen zweiten Ofen. Ja. Also meinen kleinen Ofen. Ja, nicht drauf zu greifen, ne? Wie bitte? Wenn ich ja nicht drauf zugreife, schmeiße ich auch mal zu. Schmeiße zu. Ich. Bei mir kriegt keiner Rechte. Ja, das ist entspannt. Ich schon mal nichts sagen. Du kannst mit 10 TNT mehr Schaden anrichten, als ich in 2 Monaten aufbauen kann. Alles entspannt. Sehr ganz locker. Ja, so sieht das auch. Pass auf, ich baue ein paar Trichter oben drauf. Habe ich ein paar Trichter? Ich suche Trichter. Wo sind Trichter? Ich finde ein paar Trichter noch. Die Bohr ist aber ein bisschen größer, das ist gar kein Problem. Hier, Wikipedia, Trichter, wie werden Trichter gebaut? Trichter, Eisen, rechts, also oben links, dann da ein, drunter in der Mitte oben, also links in der Mitte, dann oben rechts, rechts in der Mitte, ganz unten in der Mitte und ganz und in der Mitte eine Fuhr. Genau, Trichter. Genau, sehr gut. Also brauchen wir Truhen. Habe ich Truhen? Habe ich Holz? Ich habe Holz. Bisschen Holz. Kann ich euch schon wieder nichts dazu werfen? Was denn? Nee, warte, nicht so schnell. Doch, ich weiß nicht, erst wie konntest du auf einzelne Truhen jemandem Rechte geben? Ich weiß gerade nicht, wie das geht. Da habe ich leider keine Ahnung. Pass dir auch nicht, pass auf, können wir machen. Ich stehe hier und alle Sand habe ich vergessen, weil ich hier meine Truhen neben dem Backofen. Ja, schon mal schon das nächste Zeug. Warte. Mich auch auf der Plot als Helfer machen. Das heißt, ich komme nur quasi an die Sachen, wenn du auch online bist. Das heißt, sobald du offline gehst, kann ich nichts mehr machen. Ja, habe ich auch schon überlegt. Oh Scheiße, sei mir nicht böse. Kann ich da deine komischen Scheiben da zusammenbauen? Sei mir nicht böse, ich mache dir gerne die ganzen Scheiben alles her, hin und so weiter. Ja, aber
aber ich kann ja nicht bauen, solange du da nicht mich als Helfer machst oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ja, lass mich das eben Nacht über schlafen, auf jeden Fall. Alles entspannt, ich bitte ja nur meine Helfer. Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Also, ich brauche ja eigentlich, ehrlich gesagt, nur PvP, das ist nur, weil mir echt langweilig ist und auch für Regi keine Mauer ist. Deswegen waste ich hier mein Geld, weil brauche ich nicht wirklich. Was ist sonst noch irgendwas? Ne, sonst habe ich alles. Sonst habe ich alles, ja. Wie gesagt, mein Ofen, der brennt, das Glas. Warte, kommt noch auf die letzte Lade. Oh je. Hast du das vierte gegessen? Ja, ist egal. Und mein Ofen, ich habe noch einen zweiten Ofen da oben. Der packt das zehnfach auf jeden Fall. Also. Ich nehme mal hier die Rüstung an, dann sieht es ein bisschen edler aus. Eine Rüstung? Was? Scheiße, hab ich eine gekackte Rüstung an. Ich habe noch nie eine Rüstung an gehabt. Also. So eine Deko-Rüstung habe ich mal gehabt, ja. Ich auch nicht, was soll ich mit Arbeit? Das ist ja ein City-Buff-Server, so man auch immer wissen. Ich hab dieselbe Rüstung bekommen. Wie alles andere. Siehst du, mein Ofen, der brennt. Ich sieh alles. Aber der Son Goku sieht geil aus. Ja, irgendwo habe ich den gekauft. Ich musste ihn haben, Alter. Ich glaube, der hat auch 3K gekauft. Aber ich. 3K? Ich glaube schon, ich musste ihn haben. Ne? Ich sag anderen City Bridge für 1,2. Echt? Ja, also. Ich habe hier so ein, zwei Shops bei mir hier, so Slime Shop und so weiter. Und ich muss ihn haben. Auch wenn er 6K gekauft kostet hätte, hätte ich auch gekauft. Weißt du, meine, also. Wie viel Stacks Gold oder so hast du noch? Ja, eine halbe Dekade Gold habe ich. Okay, dann müssen wir jetzt mal irgendwas machen. Wir müssen jetzt auf deinem Platz irgendwo so eine richtig fette Pyramide bauen da raus und dann biegen da oben drauf, damit du halt Effekt kriegst wie Speed oder so. Aber wo kann man das denn hier machen? Kannst du hier nicht, weil alles verbaut ist. Ja, hast du irgendwie jemanden, ne? Wir können doch, wenn ich das richtig sehe, wenn wir zwischen den oberen Stockwerk und den unteren können wir das bauen, da ist ja genug Platz. Da ist ja nichts mehr zwischen. Da muss ja keiner sehen, da muss ja nur einen Effekt geben, oder? Ist ja falsch. Oder wolltest du noch irgendwas einbauen? Einen Moment. So, was hast du jetzt gesagt? Jetzt habe ich Zeit. Du musst die ganz kurz Nachrichten beantworten. Wegen Effekte. Jetzt dein Bett. Wegen der großen Pyramide mit Bieten drauf. Ja. Zwischen der oberen Etage, also wo dein Eingang ist, und dein Keller, sag ich mal, die erste Etage vom Keller. Dazwischen ist doch nur Dirt, oder? Ja, natürlich, ja. Willst du dazwischen nicht so eine Pyramide bauen? Oder willst du da später noch irgendwas anderes hin machen? Nee, also wie gesagt, die Stockwerke müssen jetzt frei verhandelbar, ist halt wie gesagt alles zur Produktion. Ja, dann kannst du ja nämlich dazwischen jetzt so einen Effekt-Scheiß machen, entweder Regenerationseffekt, weil wenn du ja einen Community-Farm machen willst, damit halt, wenn die Hunger haben, damit sie halt direkt wieder regenerieren, damit halt die jetzt nicht extra was zu essen müssen, oder? Speed-Geschwindigkeit, das wäre dann noch so eine Idee.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist eine große Pyramide bauen. 9x9 genau. Felder und so. Dann Gegner drauf klatschen und dann. Ja, aber so weit bin ich noch nicht. Weißt du, was ich meine? Bei dem Biegen würde ich dir auch spendieren, den habe ich. Ja, ich habe. Also ich könnte mir auch 100, also ich könnte mir auch 30 Biegen kaufen, weißt du, was ich meine? Ja, könnte ich auch, aber ich sag mal so, was du dann hast du, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich, wie gesagt, eins nach dem anderen. Und ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Erst Glas setzen, soll ich meine Bäume pflanzen, soll ich meine Rohstoffe ausbauen, soll ich meine Maschinen weiterbauen? Oh, weißt du, was ich meine? Ich habe 100 Sachen im Kopf. Ja, was für eine Maschine ist das hier eigentlich mit der Redstone-Kacke? Habe ich noch nie gesehen. So ein Leuchtding zu werden, oder was? Ja, genau. Das ist eine Kooperation mit CBC Redstone-Museum. Gibt es auf jeden Fall auf CBC. Und okay. Der hat mir den Anfang gebaut, über 3 Stockwerke, der blinkert und so. Bloß, den erreiche ich auch schon seit 1-2 Monaten nicht mehr. Also ich habe mich gar nicht bemüht, ne? Ansonsten guckt ihr doch einfach auf YouTube an, wie das geht, man macht halt selber. Ja, ich habe irgendwo Fehler gemacht, irgendwas habe ich kaputt gemacht oder so. Das blinkert nicht mehr. Okay, weil habe ich vom letzten Mal keine Ahnung, würde ich jetzt da helfen. Hört ihr bitte? Also auf jeden Fall, das Problem ist, denke ich mal, hier im ersten Stockwerk, wo die Kiste ist, irgendwo habe ich da einen Fehler gemacht. Siehst du, ich lege den Schalter um, da passiert aber nichts. Also ist sowieso das erste Mal, dass jetzt was passiert. Normalerweise ist alles aus. Warte mal. Weißt du, was ich meine? Normalerweise müsste das über 3 Stockwerke hochgehen und alle 3 Stockwerke blinkern. Aber es blinkert. Mach mal hier die Linie links. Guck mal, siehst du, mach mal hier die Linie vor mit Redstone. War die vor mit Redstone oder war die schon hier? Warte. Ich stelle jetzt auch nur Vermutung an. Ich habe keinen Plan von Redstone. Ja, ich auch nicht, keine Ahnung. Deswegen habe ich das erstmal so gelassen. Warte, ich hier rein. Oh, ja, versehen, ja. Ja, so. So, machen wir nochmal an aus. So, ja, dann ist hier noch ein VP dazwischen, weil sonst kommt das nicht so weit. Was? So ein Ding hier, glaube ich, ist das. Entweder so eins, ja, so eins müsste das sein. Muss hier zwischen, damit das. Oder ein Verstärker. Ja, genau, ich weiß aber nicht, wo zwischen jetzt genau, aber irgendwo dazwischen auf jeden Fall. So. So. Ah, jetzt leuchten die ja schon mal, ja. Genau, das haben wir hier alles am Leuchten. So, mit der rechten Seite nochmal hier eben die Fackel ab. Die da? Genau. Und mach die mal wieder neu dran jetzt. Naja. Mach mal den Block hier. Ne, warte mal, das geht auch nicht, ne? Naja. Ich und Redstone, das ist immer so eine Sache. Hier bricht das ab. Das heißt, komm mal hier. Drück mal hier den Dingens. Rechtsklick. Ein, zwei Mal. Tut sich auch nichts, dann. Mach doch mal hier mit dem. Den? Aha. Warte mal. Mit dem hier haben, dann müssen wir erstmal. So, jetzt geht der. Ach, jetzt geht die Seite hier gar nicht an, oder? Aber jetzt produziert die mit das. Ja, normalerweise hier. Müssten die ja auch klickern. Das ist ja die Glocke. Der halt, ja, aber vielleicht, genau. Ich habe die auch schon mal zum Leuchten gebracht, irgendwie, aber die wollen nicht mehr. Dann mach mal hier die Redstone-Fackel ab, die hier ist. Jetzt mach mal, schalte nochmal aus. Geht nicht mehr. Ja, nicht mehr, machst die andere Seite hier auch noch die Redstone-Fackel ab. So, jetzt
mach mal hier im Redstone hin. Ein Redstone-Dingsbums. Nein, nicht Fackel, sondern so ein Redstone-Linie, so eine Koks-Linie da. Warte, ja. Hier. Jetzt mach mal Schalter an. Geht immer noch nicht. Wie, der geht nicht. Dann bauen wir den Block unterm Schalter ab eben. Warte, hier. Ich weiß, hast du eine Spitzhacke dabei, oder? Ja, ist egal, ich habe eine Schaufel, ja. Ich hau mal kurz wieder, warte. Ja, ich hab den Hebel, warte. Setz mal hin. Ja, setz mal den Hebel rein. Setz mal rein. Was? Einfach hier ansetzen, wo der Block war. Eine Fackel. Nee, den Hebel. Ach, den Hebel. Umlegen? Geht nicht. Nicht. Nee, das ist das Problem. Und das Ding, das ist das Problem. Ich habe einmal rumgeklickt, wie im Suff, bum bum bum, hat funktioniert und auf einmal nicht mehr. Aber was ist, wenn du den Hebel hier hinsetzt? Ja. Und dann hier eine Fackel platzierst? Warte. Ja, wie gesagt, ich hatte halt nicht auch mit dem den Hebel bei euch. So, ja, mit dem also. Von Redstone Museum Level, also CB10 zusammengesetzt. Und der hat mir das so aufgebaut. Okay. Aber den reicht ja einfach nicht mehr. Und der Schalter funktioniert nicht. Ach, warte mal, hast du vielleicht Redstone auf dein Grundstück deaktiviert? Oder ist es gerade deaktiviert? Das kann ich nicht sagen. Wie mache ich das denn? Das deaktiviert wegen Lags und so eine Scheiße. Wie aktiviere ich das denn? Das weiß ich nicht, warte, ich frage mal im Chat. Ich bin dafür, wir lassen das jetzt mal so. Ich besorge mir den. Kaputt ist. Und ich besorge mir den Typen aus dem Redstone Museum, weißt du? Ja. Und der riecht ja schon. Der hat das, und Scheiß, der hat die drei Stockwerke innerhalb von 20 Minuten aufgebaut, ungefähr, weißt du? Ja, der muss das wissen. Also ich weiß das hundertprozentig. Und ich, deswegen habe ich das mal ruhen lassen. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier drei Stockwerke wollte ich mir so einen Blink-Effekt in den Turm bauen lassen. Da oben halt zwei, drei, vier Stockwerke kommen noch von Holz. Also, siehst du ja, da bin ich noch am Austesten, wie weit ich wo bauen muss und so weiter. Und dann natürlich Papierwerk, Zuckerfabrik automatisch und was halt so alles gibt. Nach und nach. Also ist kein Zwang, aber erstmal haben, ne? Ich brauche keine Papier und so weiter, aber ich versorge mich lieber selber, weißt du? Ja. Siehst du ja, im ersten Stockwerk ist hier meine Kürbisfabrik, wollte ich gerade sagen. Meine. Ach, hier, Kakteenfabrik. Und ja. Brauche ich nicht, erstmal haben. Ja, das ist wichtig. Weil dann ist der Reise, da brauchst du nicht mehr. Ja, erstmal haben. Und verschenken kann ich es immer noch, ne? Meine Hilfe brauchst du jetzt erstmal hier nicht mehr, ne? Wie bitte? Meine Hilfe brauchst du ja nicht mehr hier, ne? Nee, nichts. Also ich mach sowieso nicht mehr nichts mehr großartig. Ich werde ein bisschen ein Glas setzen in der Lavawand. Und dann war's doch schon. Ja, wenn Glas bauen willst, dann noch drüber schleifen und dann gucke ich dann eben selber irgendwas brauche. Oder ich habe da noch nichts. Vielleicht finde ich ja irgendwas Cooles. Ja, wie gesagt, hier, ich habe mir dann immer aufgeschrieben und so weiter und ich werde nächstes Mal gucken, wie ich das mache alles. Ja.
Mit Trust und das und das oder auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also mit Helfer einstellen und so. Ja, alles entspannt. Ich kann das verstehen, du kennst mich nicht, du bist jetzt abgezogen, wirst, würde ich auch nicht wollen. Ja, also scheiße, echt, wenn wir jetzt sagen, ich würde dir jetzt Trust geben und du würdest jetzt 2, 3, 4 Stacks dir den Limit hinsetzen, boah, dann. Das würde ich nicht mehr, ganz ehrlich. Ja, würdest du nicht machen, aber man, weißt du, man weiß nie, ne? Ja, natürlich, natürlich, aber das wäre hart sozial. Ja. Das wär zu krass. Ja, genau, ja. Genau. Sag mal, wenn jemand einen abzieht, ne? Also wenn mich jetzt jemand abziehen würde, würde ich mir denken, okay, ist scheiße gelaufen, war ich dumm, ich hab den getrustet, aber wenn er alles zerstören würde, ich glaube, ich würde so ausrasten, ne? Ja, das meine ich, weil das ist jetzt wirklich scheiße. 3 Monate Arbeit, was du siehst. Ja, deswegen, das ist dann, ne, das wäre. Und da trust ich niemanden. Also, Ja, kann also ich verstehen. Ich glaube, da würde ich, wenn mich jemand dann so hart abfacken würde, ich glaube, ich würde einfach den Server liefern und nie wieder drauf gehen. Ja, wenn du mein Nachbar wärst und mich abfacken würdest, würde ich es dir verstehen, weil da könnte ich dir auf die Schnauze hauen. Aber ich kenne dich ja nicht, ich weiß nicht, wo du wohnst. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Ich will nicht zu sehen, Alter. Das ist ja. Wo wohnst du denn? Ja, da geht's ja los. Aber, oh Scheiß, dann, weißt du, also, du könntest ja mit 2 Stacks TNT mehr Schaden anrichten, was ich in 4 Monaten wieder aufbauen könnte, ne? Ja, natürlich. Du musst ja erstmal nur die Lavawand sehen und mit die Wasserwand. Wenn du außen rum siehst, da ist ja alles Wasserfall, ne? Ja. Und das, oh. Wassereimerfarm, Lavaeimerfarm, Sandfarm, Glasfarm, alles umbauen hier. Boah, also, ne. Also, das war richtig Arbeit, das war aber ja. Oh, kein falscher. Ach, Fleisch ist wieder an. Oh, das ist super, ja. Siehst du ja, hier unten. Ja, das ist nichts drin. Das ist die Special-Truhe für. In 5 Wochen. Dann wird's gerade gelegt, ich hab nichts verstanden. Da kommt irgendwie ein Schatz rein, keine Ahnung, das Web da ist verbaut und fertig, ist dann mal so. Okay. Ja, auf jeden Fall kann ich hier jetzt bauen, wo ich will. Ach, ist das jetzt eins? Ist das eins oder? Was? Das ist meins, meins. Ja, klar. Hier ist ja auch 2 Helfer, eben Hago und Nice Dings, irgendwas. Ja, wo die beiden jetzt herkommen, kann ich dir auch nicht sagen. Keine Ahnung. Wenn ich definitiv. Gut, dass du was sagst, will ich löschen, definitiv den nächsten Tag. Also, nee, hab ich gar nicht gewusst, bis jetzt gerade eben. Ja, ist wie gesagt, wenn du erst seit 3 Monaten, 4 Monaten Minecraft zockst, dann ist das halt, wie gesagt, sind einfach so, ne? Gut, wie gut, dass du mich hast, ne? Ja, ist einfach so. Wie gesagt, ich musste mich reinfuchsen, ein bisschen hier und da und hier gebaut, da gebaut und ich hoffe einfach nur, dass die Grundstücke außenrum noch kriege. Ja. Und halt dann wieder so richtig, richtig, richtig geiles Plot. Oder, ja, oder Plots. Kann mal versuchen, was ich da erreichen kann. Ja, also wie gesagt, Charles, ich würde mich so freuen, wenn ich die 3, 4, 5, 6, 7 Plots außenrum noch kriegen würde. Welche meinst du jetzt? Hier den? Also die okay, alle 4, hier, alles klar. 1, die um den Turm rum sind. 2, 3, 4, 5. Was mit denen hier? Die sind ja auch leer. Die sind ja. Ja, erstmal außenrum um den Turm, die 5 Stück. Damit ich so einen Kreis bilden kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Und dann. Oh, was ist denn das hier, Alter? Ja, hast du es gesehen? Da ist ja auch so ein Zwölfer-Merch neben mir oder was, ne? Ja, so ein richtig. Riesiges Cutplot, was steht hier? Ja, 12x12. Alle 11x11 geht einmal TNT zum Grund. 16er Merch, fast 5 Doppelkisten TNT verbaut. Ja, aber das ist schon seit 8 Wochen so, ne? Ja. Aber weißt du, was ich meine? Ich möchte einfach nur um den Turm so ein richtig geiler Lava-Wand, wo keiner durchkommt mit so einem richtig geilen Tor und so. Warum machst du dir eigentlich nicht einen anderen Rand hier in deinem Plot? Du kannst ja mit slash Rand
kannst ja den Goldblockrand machen oder einen Diamantblockrand oder einen Obsidianrand oder einen Diamanterzrand und dann auch sonst für Legende. Habe ich bis gerade eben gar nicht dran gedacht. Ich hatte die Ultra-Rank habe ich mir gekauft vor 4 Tagen, ja? Ja, ich habe den auch erst seit 2 Tagen. Ja. Deswegen, ich habe das gerade so gesehen. Du hast hier, natürlich ist das geiler, wenn du nirgends drüber springen musst, aber ich finde Goldrand oder so hat auch schon was. Mach mal Goldrand bei dir. Warte. Ja, ist nicht schlecht, Goldrand. Ja, passt. Ich sehe gar nichts. Achso, da. Ja, das sieht geil aus. Was weiß? Jo, ja, okay, der Eingang sieht jetzt ein bisschen klein aus, wa? Also, es ist ein bisschen. Ja, aber. Da muss man. Nee, warte mal. Hast du Pistons hier? Was? Pistons? Slime-Pistons? Slime-Pistons? Weil die kannst du hier hinsetzen, auf den Block. Und dann kannst du den Rand vorne kannst du wegziehen. Ich weiß nicht, ob du dann die Blöcke abbauen kannst, wenn die abbauen kannst, dann hättest du ja wie so einen Eingang, weißt du? Oder so. Weil alles Goldrand ist, außer hier die 3. Ey, warte auf, wir machen das so, dann setze ich lieber selber meinen eigenen Goldrand, weißt du? Kannst ja nicht. Also ich sag mal so, du kannst ja hier nichts setzen jetzt, wo hier. Ja. Ja, weiß ich noch nicht ganz genau, wie gesagt, ich kann mir auch ein Haustier machen. Habe ich noch nicht verstanden. Ich kenne mich jetzt ein bisschen aus, aber. Ja, und wo du gerade bist, das wird auf jeden Fall definitiv als einzelner Platz auch bleiben. Ne? Wo du gerade bist, wo der Turm ist, das bleibt ein Plot alleine, wenn ich merge nur außenrum. Achso, machst du das alles mit diesem Lava-Dings, Wasserfall und so, ne? Ja, genau, habe ich ja gesagt. Außenrum komplett ja. Wasser und Lava und alles. Ja. Ah, okay, hat's halt. Hilfe raus, biete ich dir an. Ja, hast du meine Nummer? Ich denke, ich zocke jetzt was anderes, weil ich weiß jetzt halt nicht, was ich hier noch machen soll. Mir ist langweilig. Ja, so geht's mir auch. Also, ich werde wahrscheinlich auch offline gehen oder meine Cobblestone-Maschine anschmeißen. Ja, oder wir zwei gehen als. Du machst mich als Helfer und wir machen dann das Glas fertig, weil das muss ja jetzt fertig gebraten sein. Das könnten wir machen, aber. Machen wir anderes Mal, nicht heute. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ich zock schon seit 4, 5, 4. Verkaufst du deinen Drachenei hier vorne? Ja, klar. Kaufst du das? Nein, ist meins. Ach, schade. Nein, ich verkaufe nichts. Also, oh Scheiß. Was ist das eigentlich hier für verwackte Items im Rahmen? Was sind das? Zucker. Achso, Zucker. Was hast du dafür gezahlt? Ich habe irgendwie 10 Stacks geschenkt bekommen irgendwo. Okay. Oder irgendwie aufgesammelt oder so. Aber ich muss dir was sagen, ich weiß nicht, ob das noch geht, aber alles, was im Rahmen ist, konnte damals mit ein Beispiel ein Nachbar auf seinem Plot einen Wizard spawnen und hier mit den hinterher, weil er läuft ja einen hinterher, wenn er hier hingeht, kann das sein, dass er die ganzen Rahmen sprengt und dann kann der sich alles an Items nehmen, weil die werden dann gedroppt. Ich habe noch mindestens 10 Stacks gebacken Zucker, habe ich noch mindestens, ne? Ja, ich meine wegen deinen ganzen Karten und so, ich sag mal, das ging damals, ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich wollte dich nur darauf hinweisen. Ja, ich habe letztens eine Grifa Games Karte gekauft für 7.000. Ist weg. Ist weg. Ist, also, habe ich gekauft, gelagert, ist nicht mehr da. Habe ich gekauft, gelagert? Ja, ich habe die gekauft für 6.000, habe die irgendwo in eine Kiste reingeschmissen und ist weg. Drachenei geklickt und ist das weggebackt. Dann muss es nie wieder gesehen. Ja, ist also, keine Ahnung. Fehler oder was? Keine Ahnung. Also, ja. Naja, ich geh mal auf City Bridge und guck mal, ob ich da irgendwie
eine Kiste Quarz kaufen kann und so, und dann baue ich mir auch mal was. Mach das mal. Also, wie gesagt, ich bin immer nur CBC nur. Ja, ich meine, ich will auf CBC anfangen, deswegen war ich jetzt gerade da. Hast du mich denn wenigstens bei YouTube hier geliked? Ich hab noch nichts gemacht, warte, ich komme. Ja, Pizza HD. YouTube einmal liken bitte oder einen Daumen da lassen, wenn's geht. Warte, Pilz, sagen wir, ne? HD, ja, so wie ich im Spiel heiße, ja. Ja, deswegen schau nochmal, weil ich bin nicht mehr da. Pilz, sagen wir, HD live. Ein aktiver Zuschauer bist du selber, ne? Ja, genau, Pilz HD. Ja, ich höre mich ja schon, ja. Dann funktioniert der Sound auch. Abonniert, Like da gelassen und Sex im Chat geschrieben. Sehr gut. Kannst du mich auch abonnieren oder so? Hab ich. Sehr gut, da freue ich mich drüber. Da bin ich mal gespannt, was nächsten Tage so passiert. Also ich habe jetzt bis Mittwoch. Nee, bis Dienstag habe ich voll. Ja, der Mikrofon rauscht aber echt komisch, hat man so richtig komische Geräusche. Ja, ich muss mal ein Headset anschließen. Das läuft alles über Laptop, weißt du? Mach mal aus bei dir. Ich hab ja Push-to-Talk eigentlich an. Ja, YouTube-Sound wollte ich. Also hab ich von mir ausgeschaltet, weil irgendwas mit dem Mikrofon noch nicht stimmt. Ist, wenn ich jetzt, ich habe gerade auf Dingens gemacht, auf Sturm, und dann hat das aufgehört. Ja, ja, genau. Also das irgendwie Rückkopplung oder irgendwas. Videos, Livestream, das ist nur Livestream, ne? Oh, ich kann meinen Wandeffekt ändern, habe ich gerade gesehen. Ja? Mit Ultra. Ja, ich habe jetzt hier so Leuchtlaterne hier noch. Ja, ich hab auch aus der epischen Kiste habe ich, warte. Epischen Kiste habe ich Diamantblöcke bekommen, Quarzblöcke und irgendwas mit Glas, aber ich weiß jetzt nicht welches, irgendeine Glasfarbe. Wie gesagt, falls du mir in 20 Jahren mehr vertraust, dass ich deinen Plot nicht hochspringe, kann ich dir auch die Wand ändern. Oder wenn ich das irgendwann mal doppelt aus einer Kiste kriege, dann kann ich das auch schenken. Ja, pass auf, lass das mal so lassen oder sehen wir weiter. Ja, ich sag, ich spiele zum Morgen. Wie gesagt, ich gehe auch gleich offline und dann sehen wir. Also ja, ich rede ja nicht von jetzt, Alter. Wir können seit 20 Minuten oder so. Ja. Da muss ja auch realistisch bleiben, ne? Kann ich sagen, yo, ich kenne dich seit 10 Minuten, du bist beste Freunde, ich ätze dich überall. Geil, Alter, er hat mir eine dicke Sand geschenkt und dann quasse ich gleich, ne? Hier, wie gesagt, er hat mir eine dicke Sand geschenkt und den twaste ich gleich und dann bombt er mir alles weg, ne? Das waren 4 Doppelkisten.
Ach, 4 Dinger. So, ich habe pro Kiste 1.000 gezahlt. Ja, ich weiß. Sand ist richtig teuer. Ja, ich weiß. Ja. Geht. Also wenn ich mal eine Doppelkiste Quarz kaufe, dann ist 7,5 Gasen dann mal weg. Ja, also wie gesagt, ich habe 65.000, also da mache ich mir keine Sorgen rum. Aber ich freue mich einfach darüber, irgendwann mal, also wie gesagt, ich habe jetzt Gott sei Dank heute den Boden geschafft, alles mit Glas zu bauen. Und ich werde die Lavawand noch ein bisschen hochziehen, das Glas, bevor sie einfach verbrennt. Und dann, keine Ahnung, so 2-3 Glasbäume, 2-3-4 Spawner oder so, weißt du, was ich meine? So ein bisschen scharf und Rinder, so ein bisschen als Deko unten und ein bisschen auf Natur oder so, ich weiß noch nicht ganz genau. Ne? Dann brauchst du 170.000 pro Spawner und dann nochmal für den Mob ein. Ja, also, ich habe für die nächsten 1,5 Jahre bei Minecraft zu tun, ne? Ist eine Menge, also gesagt. Ja. Wie gesagt, ich hoffe nur, also ich weiß noch, was wir machen können. Also bis ich halt die Plots außenrum kriegen sollte irgendwann mal. Also wenn ich die außenrum kriegen sollte, dann mache ich dann Community Aktion raus. Weißt du, was ich meine? Ich hab noch eine geile Idee. Wir könnten, rein theoretisch, wenn wir jetzt sagen, aber wenn so eine Idee, was du machen könntest, damit du dein Geld kommst, könntest du ja jemanden suchen, der für dich Sachen fährt. Also wenn du günstig kaufst, sag mal, wenn du jetzt sagst, Doppelkiste Quarz, die geht für so 7,5 gut weg. Wenn du die dann dafür 6 oder 5k kaufst immer, weil er die für dich gefarmt hat und du die dann halt quasi teurer weiterzukaufen, du kommst so schnell an deine Spawner und alles. Ja, hast recht, auf jeden Fall, definitiv. Also, ich habe bis jetzt alleine geplant, also dass ich ihn alleine mache. Und bis ich bis oben hin hier das Glas gesetzt habe, habe ich mindestens bestimmt 10, 20, 30 Geld-Drops hinter mir. Weißt du, was ich meine? Und Scheiße, ich habe noch nie Gold. Ich habe noch nie irgendwas verkauft oder was, weil ich habe mindestens 300.000-400.000 verkauft. Das war geil. Weil ich habe nichts gemacht. Ich war nur online, ich habe 400.000-500.000 gekriegt. Das war nice. Aber wie gesagt. Ja. Wie gesagt, ich werde in den nächsten 2-3 Tage ein bisschen Glas fahren. Also brauche ich ja nicht. Also Glas aufbauen, die Lava-Wand verschönern und wenn ich dann die ersten 150, 2000 voll habe durch die Geld-Drops, werde ich mir einen Spawner kaufen. Das weiß ich, war auch am überlegen, mir hier auf Supreme Kisten zu kaufen. Kisten, ich weiß nicht, wie teuer die sind. Weil das ist, da gibt es ja geile Items auch. Ja, das ist recht, so. Supreme, also 6 Stück 40 Euro. Ja, das mache ich auf, also ich mache das auf gar keinen Fall. Also, nein. Ich hab mir jetzt schon mal, ja, eine epische Pro gekauft, 7 Stück für 10 Euro, geht ja noch, na, aber da waren jetzt nur Film-Effekte. Ah, toll. Kann ja auch drauf verzichten, oder? Also ich auf jeden Fall. Also ja, ich auch, aber deswegen, ich guck mal, was da drin ist, was raus. Also Datenschutzerklärung, ja, stimmt so. So. Kannst.
Oh, du hast ein Livestream mit Kamera. Das weiß ich, wie du aussiehst. Ränder, Glas, Wasser, Lava. Wird zu dir passen als Rand. Vortisch und Kürbis. Für uns erschleusten. Rüstung, Rüstung von dir. Da nichts Geiles kaufen kannst, dann hast du ja keinen Sinn. Aber da kommt auf jeden Fall auch der Mantel. Ja, das Einzige, was ich zurzeit brauche, ist ein Admin, der mir die Grundstücke außenrum mir gibt. Also mehr brauche ich halt eigentlich nicht. Also. Ich gucke gerade Stream von dir. Da ist im Hintergrund eine Cola stehen. Ich habe eine Cola im Hintergrund stehen. Bei dem Stream von wo du den Facecam hast. Ja, das war wohl nur so ein paar Minuten oder so, ne? Also der Stream geht 2 Stunden, 32 Minuten. Ach was. Ja. Ja, muss ich, also, ja, ich komme jetzt, wie gesagt, ganz, ganz neu. Manchmal kann es sein, dass ich auch vergesse, den Stream auszuschalten. Weißt du, was ich meine? Also, und dann, ja. Ja, alles entspannt. Ich bin ja nur aufmerksam und versucht hier Tipps und Tricks neben zu geben. Ja, ja, ich weiß schon, was meinst. Ja, ja, richtig. Geben. Ja, ja. Nein, ich komme mal eben nochmal zu dir. Ich schenke dir ein bisschen was. B10er, ne? Genau. Banner. Ja, sehr geil. Darüber freue ich mich immer. Ja. Ja. Ja, ein Banner. Über Banner und so weiter finde ich richtig geil, Alter. Ich weiß nicht, wo von diesem Read-Banner, da fehlen noch 2 E's. Ich weiß nicht, wo die sind. Deswegen sorry schon mal voraus, aber keine Ahnung. Banner und Beam. Die Beam ist ganz an irgendwie aufstellen oder verkaufen oder whatever. Nee, die stelle ich irgendwo auf. Also, das kommt mir morgen alles in Ruhe an. Super. Dann ich bin jetzt erstmal weg. Dann wir hören und sehen uns, kannst mir anschreiben, wenn irgendwas ist, wenn du Hilfe brauchst oder auch nicht. Ich zocke jetzt mal eine Runde LOL. Tschüss. Was ist denn LOL? League of Legends. League of Legends, alles klar, wunderbar. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Oh, danke dir auch. Hau rein. Ja. Alles klar, ich gehe nämlich auch gleich online. Also offline meine ich. Okay. Ich wünsche dir was. Ja, ich wünsche dir auch. Ciao. Oh, tschüss. User disconnected from your channel.